Jo, du! Als die Stadt durchgedreht ist, sind wir um unser Leben gerannt und haben dabei unseren ganzen Scheiß verloren. In unseren Taschen war lauter wichtiges Zeug. Könntest du sie für uns suchen? Sie sind mit GPS-Sendern versehen. Sollte ein Kinderspiel für dich sein. Hier drin ist so verdammt wichtig. Handcreme mit Mandelduft, verstehe. Man braucht zarte Hände bei der Apokalypse. Wie war das? Du willst diesen Rucksack? Eine Hand wäscht die andere, Schatzung. Ich hab hier eine Plage. Töte alle OPs auf dem Schrottplatz, dann kriegst du ihn. Thank you.
schon drin. Alle erwischt? Ich war sicher, dass sie dich kalt machen. Naja, ich stehe zu meinem Wort. Komm. Das Teil stinkt. Ah, es ist voller benutzter Deo-Sprühdosen. Hab noch nie so viele Sorten gesehen. Nachtjäger, Nachtpanther, Nachtdschungel-Katzenpanther. Das war... Der Rucksack gehört mir, du Papa! Du komm wieder her! Wer hat's gefunden? Scheine! Davon bekomme ich alles. Keiner legt sich mit Wow, das Ding ist schwer! Was ist da drin? Ein Fußball? Haben die heutzutage keine Bücher mehr? Drin. Ein Rasta-Hacky-Sack? Das Ganze für einen Hacky-Sack? Ja, total wichtig. Sie hier ist voll pinker Poloshirts. Verschwitzte Poloshirts. Lebenswichtig. Zeug wohl besser zu den Oxfords. Okay, wir müssen nur noch eine weitere Person überreden, uns zu helfen. Dann können wir anfangen, den Propeller zu bauen. Unser Zeug, yay! Du hattest keinen Ärger, oder? Ach, typisches Questzeug. Böse Jungs, böse Bäume, Schrottplatz neben Quests. Genieß das Fußbad. $100.000, die meine Eltern je ausgegeben haben. Max ist das Mathe-Genie der Oxford West. Wenn jemand einen Propeller für optimalen Auftrieb berechnen kann, dann er. Ich glaube, er sorgt sich um seine Eltern. Vielleicht könntest du nach ihnen sehen. Eltern leben in einer Penthouse-Suite im höchsten Gebäude. Diese Fisco-Leute machen nämlich einen Haufen Kohle. Tja, bei ihrem neuesten Getränk könnte es einen Rückruf geben. Also, wenn du mich fragst, dürfte das dem Aktienkurs schaden. Könnte man meinen, oder? Aber draußen weiß bisher niemand davon. Die meisten Aktionäre denken wahrscheinlich, alles läuft glatt. Mit Ausnahme von Max' Eltern wahrscheinlich. Richtig. Sie sind vermutlich tot, aber vielleicht haben sie es in ihren Panikraum geschafft. Natürlich haben sie einen Panikraum. Ich hatte eine ganze Panikwohnung. Sah aus wie meine normale Wohnung, aber mit zugenagelten Fenstern und mir in Panik. Könnten Max' Eltern nicht auch zu ODs geworden sein, wie alle anderen? Möglich. Sei vorsichtig, wenn du die Tür des Panikraums öffnest. Leuchtet ein.
Ich bin hier bei dem Schickimicki-Hochhaus. Du hättest mir ruhig sagen können, dass es hier vor Skeps wimmelt. Wie sollte ich das wissen? Seit der Horrornacht war ich praktisch isoliert. Aber es ergibt Sinn. Wenn das Erdgeschoss gesichert ist, hat man den ganzen Platz darüber für sich. Nur einen Weg rauf in die oberen Etagen fände. Das meinte ich. Ah, das funktioniert. Ich muss mich nur irgendwo einhaken, dann habe ich meinen Eid. Vielen herzlichen Dank. Sackgasse. Der Ragdoll-Untergang in Flammen hat meine Sinne erfreut. Diese Barrikade sieht nicht sehr robust aus. Danke, dass ich nicht ganz unten anfangen muss. City, trinkt Overcharge!
Es ist erfrischend, schmeckt fantastisch und macht jeden glücklich, so wie mich. Kann mich bitte jemand im Remake von Jim Carter casten? Leute, die Gebäude hochklettern, was brauchen die wohl? Sauerstoff! Overcharge ist voller Kohlensäure. Kohlensäure bedeutet Kohlendioxid. Und Dioxid bedeutet doppelt so viel Sauerstoff. Fliegt haben, fliegt! Rätselhaftes Rätsel. Macht den Meister. Alles auf Anfang. Du könntest diese Typen viel schneller ausschalten, wenn du Overcharge trinkst. Ich meine ja nur. Das ist unser Land! Wer zum Teufel ist das? Jetzt wird's richtig blutig! Thank you.
Hier ist kein Panikraum. Er muss auf dem höheren Turm sein. Hey, ich habe gerade mit deinem Arzt gesprochen. Du wirst leider sterben. Es sei denn, du trinkst Overcharge. Und zwar sofort. Hey, Stabs, hier komme ich. Vielleicht sollte ich mich besser nicht so ankündigen. Im Panikraum nachzusehen. Hoffentlich ist da kein... Bleib in Bewegung. Ah, Diktiergerät. Die letzten Worte von Max Eltern? Sicher, finden wir es raus. Oh, Scheiße! Ich muss mir diese Stimmaufnahmen anhören, bevor ich zurückgehe. Max muss erfahren, was mit seinen Eltern passiert ist. Gefunden! Max, wenn du das hier hörst, dann bist du noch am Leben. Schade. Deine Mutter und ich werden auf die Bahamas ziehen. Wir werden deinen Treuhandfonds plündern, damit deine Mutter immer mit Champagner versorgt ist und dein Vater nicht mehr schuften muss. Wie dem auch sei, viel Glück. Ach ja, hast du schon unser neues Overcharge probiert? Du wirst es sicher lieben. Tja, wenigstens hat der Arsch eine Nachricht hinterlassen. Max ist jetzt arm und ein Waise. Wir sollten ihm sagen, dass die Leichen seiner Eltern in der Badewanne liegen. Komm einfach her. Wir überlegen uns die am wenigsten schreckliche Version. Also, Sam, du bist dir sicher, dass dir deine Freunde jetzt zuhören werden? Klar bin ich sicher. Dank dir denken sie, dass ich all diese tollen Sachen für sie gemacht habe. Du bist so eine Art moderner Cyrano de Bergerac. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Nun, ich beziehe mich natürlich auf das Theaterstück, nicht den echten Cyrano. Scheißegal, ich bin wer auch immer ich für dich sein soll, solange ich meinen Propeller kriege. Eltern leben, sind aber miese Arschlöcher. Klauen sein Geld und überlassen ihn seinem Schicksal. Ja, ich erzähl's ihm. Ja, Freiheit! Danke, Sam. Echt tolle Nachrichten. Also, Sam, wir sollen dir abnehmen, dass du hergekommen bist und all das allein geschafft hast? Ich glaube, du hattest ein wenig Hilfe. Ping juckt schon, was ihr denkt. Ihr sitzt doch bloß rum, während dieser Held raus in die Stadt geht, nur um nutzlosen Scheiß zu besorgen, damit ihr zufrieden seid. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber mich inspiriert das. Ich will ein Held für diesen Helden sein.
Ich weiß, wir schaffen das. Gemeinsam. Wir werden hart arbeiten müssen. Sam hat eins vergessen. Wenn ihr ihm nicht helft, schmeiß ich euch auf die Straße. Viel Spaß da draußen. Ich bin voll dabei. Hey, an die Arbeit. Coole Rede. Bin bereit. Was ist das? Ein 3D-Drucker. Damit drucken wir einen neuen Propeller. Oh, cool. Ja, ich weiß. Er braucht nur einen schnelleren Prozessor. Ah ja, klar. Mal sehen, was ich finde.